Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal als Reiter. Wir sind in Folge Nummer 20 von Simotrans mit dem Comic Pack. Ja, Tante Mini hatte gesagt, dass es das letzte Mal eine schöne Folge war. Danke dafür. Und sie hat auch gesagt, dass es wichtig war, hier zum Beispiel Friedrichsdorf mit dem Zug anzuschließen. Haben wir gemacht, super. Und wir wollten ja jetzt weiter hier hoch und Friedrichsdorf und Schwandorf anschließen. Entweder mit dem Schiff oder aber hier mit dem Zug hinfahren. Das müssen wir mal gucken nach dem Intro, ne? Würde ich sagen, bis gleich. So, das würde bedeuten, wir fahren hier mit dem Zug hoch bis hierhin, machen hier einen Hafen hin oder hier, fahren darüber und dann von hier aus wieder nach Schwandorf mit wahrscheinlich einer Kutsche oder sowas. Müssen wir mal gucken. Aber ich würde sagen, wir haben noch ein Problem hier, sehe ich gerade. Es gibt keine Brücken. Wenn es keine Brücken gibt, kommen wir auch mit dem Schiff, mit dem Zug nicht darüber, weil hier wird nichts passieren. Da gibt es ein Problem. Das bedeutet, man muss jetzt hier auch noch ein Schiff machen, ne? Der darüber fährt sozusagen. Machen wir das? Machen wir das nicht? Ist natürlich hier krass, ne? Mit den vielen. Tante Mimi hat natürlich gesagt, dass man hier von Friedrichsdorf mit dem Schiff dann direkt rüber fährt. Puh. Jetzt bin ich gerade sprachlos, wie ich das angehen könnte. Ich könnte natürlich hier eine Fähre einsetzen, ne? Geht das mit Schiff dann da? Ich denke mal schon, ne? Der müsste jetzt hier hingehen, oder? Der Anleger. Ein Hafen muss an einem geraden Ufer gebaut werden. Das muss ein Kanalhafen dann sein. Anlegestelle. Anlegestelle mit Container. Wie geht das dann? Wenn ich dann das, oder würde ich von hier aus rüberfahren dann? Also der Anleger könnte hier sein oder da sein. Ob das dann aber geht, das weiß ich nicht, habe ich keine Ahnung. Aber wenn wir keine Ahnung haben, sollten wir es vielleicht mal ausprobieren, ne? Aber hier sieht es gerade nicht so toll aus mit, wir kommen darüber, oder? Welche Option haben wir denn hier so? Der geht auch nicht. Anlegestelle, Fracht. Aber kann doch nicht sein, dass das hier nicht geht, oder? Das ist schon komisch. Jetzt muss ich erst was aufschütten, damit ich da rüberkomme. Nee, das machen wir nicht. Ich komme jetzt hier aber auch mit dem Zug nicht nebenher, ne, oder? Da komme ich auch nicht hin. Jetzt haben wir hier gerade Geld verschwendet, so ein Shit. Lass uns das mal überlegen, wie das am besten gehen würde. Oh, das ist auch ein geiler Fluss hier, ne? Der speist sich von der Quelle und fließt nirgendwo ins Meer. Endet einfach hier so. Jetzt würde ich dann mich interessieren, ob das mit dem anderen funktioniert. Warte mal. Das würde ja bedeuten, ich muss den hier hinbauen. Das würde gehen, glaube ich, oder? Dann können wir den auch hier hinbauen und da hinbauen. Und da muss jetzt ein Schiff hin und her pendeln. Das würde mich jetzt interessieren. Ob das überhaupt geht. Wo haben wir jetzt unser Depot? Wäre ich mal über die Karte gegangen, die nicht so lange scrollen brauchen, ne? So, das bedeutet, ich kaufe eine Fähre. Hab die Fähre hier, ja. Mache einen Fahrplan. Und nenne das einen Fahrplan zur Linie machen. Obwohl ich da keine Linie für bräuchte, sozusagen. Könnte man auch einzeln machen, ne? Und sag dann, mach das mal hier. Schiff halt muss im Wasser liegen. Ist die Frage. Das ist ein freier Wegpunkt. Ich krieg jetzt, glaube nicht. Das sind alles freie Wegpunkte, sehe ich gerade. Ah, schwierig. Ganz schwierig. Das ist jetzt meine Fähre. Das ist mein
Einen eigenen Fahrplan. Ich glaube, nee, ich möchte keinen eigenen Fahrplan. Ich mache dann Linie daraus. Und jetzt müssen wir, glaube ich, hier noch mal was machen. Und den Anleger setze ich mal jetzt dahin. Reiß den einen da ab. Geht so nicht. Dann muss ich den wahrscheinlich damit abreißen. Und muss jetzt mal gucken, ob das hier mit hinzufügen klappt, oder? Freier Wegpunkt steht da. Und da steht auch freier Wegpunkt. Das heißt, dieses hier, Schiffshalt muss im Wasser liegen. Das funktioniert da schon mal nicht. Gut, haben wir da was gelernt, ne? Fluss. Schifffahrt funktioniert hier nicht. Aber es gab doch hier Kanäle und sowas, oder? Aber sonst gibt es hier keine Schifffahrt. Okay, dann ist das schon mal durch. Brauchen wir uns da keine Gedanken drum machen. Das können wir dann beides abreißen hier. Ne, das war hier abreißen. Das kann weg und das kann weg. Auf dem Schluss kann ich hier nicht fahren. Wenn wir schon dabei sind, dann will ich es auch wissen. Geländerwerkzeug. Jetzt gibt es hier noch halbe Höhen auch noch, ne? Aufschütten. Und die andere Seite müsste ich dann auch noch aufschütten. So wird es gehen. Dann nochmal das zu. Das auf, das müsste jetzt hier hingehen und das müsste dahin gehen. Gut. Sieht jetzt unmöglich aus, ist jetzt aber erstmal egal. Es geht nur gerade zum Testen. Schiff haben wir da drinne, passt. Oh, jetzt habe ich das. Ah, ist egal. Fahrplan, warte mal, die Karte gerade zu. Ne, Karte nicht zumachen. Wo waren meine beiden Häfen? Da. Karte jetzt zumachen. Und eigener Fahrplan? Nein, Fahrplan zur Linie. Und das ist Seequerung, nenne ich das mal. Schuss. Und das ist jetzt von da nach da. Gut. Und tendenziell würde ich jetzt immer dazu neigen, 100%. Ich den jetzt nach oben schiebe, ne, das ist auch 100%, oder? Ja, machen wir jetzt. Dann ist die Linie fertig, glaube ich. Schuss. Oh, jetzt sehe ich schon hier, da sind auch wieder Linien drin, die keiner braucht, ne? Und das ist fertig und jetzt hat er die Seequerung und jetzt kann ich starten machen. Und da niemand meckert, dass kein Weg da ist, müsste das klappen. So, das ist das Erste. Da komme ich jetzt vorbei sozusagen. Das heißt, wir machen jetzt eine Schiene, die hier schnucks. Drax gerade darauf zugeht sozusagen. So machen wir das. Machen hier oben einen Halt hin und können sagen, ihr fahrt schon mal dahin. Dann geht das weiter von da. Nach hier oben. Mach da, ja, mach da. Ich würde das jetzt tatsächlich hier hin machen. So. Und da kommt ein Anleger hin. Ja, passt. Und dann würde ich tatsächlich hier noch einen Anleger hin machen. Und dann geht das von da aus wieder weiter. Schiff brauchen wir gerade nicht. Da machen wir wieder einen Halt hin. Oh, das ist aber weit. Wir machen da einen Halt hin.
Sieht erstmal gut dann aus, ne? Jetzt müssen wir hier natürlich noch, fällt mir gerade so ein, auch noch ein Depot hinbauen, was jetzt nicht so toll ist, aber ist halt so. Und das ist jetzt von da, fahren wir dorthin, dann fahren wir da rüber, dann fahren wir dahin nach da. Und jetzt müssen wir hier oben noch gucken, dass wir hier noch Straße machen wir dahin. Und zwar das Tool mit dem Tool und dann schließen wir das hier an. Und dann schließt das aber auch gerade da an. So, das bedeutet Haltestelle hierhin. Passt. Und dann brauchen wir hier eine Kutsche. Die schnellen Pferde mit der schnellen Kutsche. Neue Linie. Und die nennen wir dann Regionalbus Schwandorf. Festland. Hafen. Festland. Also Festland ist hier die untere Masse, ne? Das ist schon mal klar. Ja. Passt. Hinzufügen diesen halt und hinzufügen den halt. Und da müssen wir erstmal Enter drücken, dass das hier hochkommt. Passt. Und den können wir schließen und dann können wir da starten. Dann können wir den schließen. Jetzt müssen wir ganz schnell auf die Karte springen und ein weiteres Schiff haben müssen wir dann. Fähre kaufen wir, springen dann schnell hier oben wieder hin. Karte kann erstmal zu. Neue Linie. Das ist MS. Habe ich schon einen falschen Buchstaben? Nein. Schwandorf Festland. Schuss passt. Hinzufügen. Den halt mit dem halt. Und ja, ich glaube, wir machen hier auch wieder 100% Laden, oder? Weiß zwar nicht, ob es das bringt, aber das sehen wir dann mit der Zeit. So, Schuss. Starten. Läuft erstmal. So, jetzt müssen wir zum Depot. Hier einen Zug schnell machen. Neue Linie. Regionalzug. Festland. Seequerung. Sollte ich später wissen, was das ist. Da starten wir und fahren nach da. Ich glaube, hier mache ich keinen Halt hin, weil der soll einfach fahren, weil das eine längere Strecke ist, ne? Genau, also keine Vollladung. Und dann fest an Seequerung, Start. So, und dann müssen wir jetzt noch die Seequerung läuft schon, glaube ich. Das hatten wir jetzt. Heißt es, wir brauchen noch einen geänderten Fahrplan für diese Linie hier. Wie hieß die Linie? Das ist die. Fahrplan. Den kannst du gerade zumachen. Wenn wir in Friedrichsdorf sind. Ja, komm, macht keinen Sinn. Mach den da einfach hinzufügen. Ist das schon an? Ja. Wir fügen den hinzu. Das war jetzt Bad Mergentheim Zweig. Das ist also der. Und der sollte nach Friedrichsdorf Rathaus sein. Und dann kommt dann nochmal einer hinzugefügt, der halt nämlich, weil dann soll er nochmal da zurückfahren.
Friedrichsdorf-Rathaus, Bad Mergentheim-Zweig, Friedrichsdorf-Rathaus und dann ist die Runde wieder so rum. Ich glaube, so ist es richtig dann. Gut, dann haben wir die Linie auch geändert. Jetzt wäre dann interessant zu sehen, ob hier irgendwann die Leute für Schwandorf erscheinen, ne? Irgendwo. Oder da oben zum Beispiel für die Hauptinsel. Hier steht niemand. Okay, das ist ganz schlecht. Die Kutsche fährt, aber da fährt auch nur ein. Habe ich da eine Kutsche draufgesetzt? Ja, okay, die ist erstmal da. Ja, da müssen wir schauen, wie wir das machen. Friedrichsdorf Rathaus. Ach so, hier können wir das ja direkt sehen. Dann gehen wir nochmal nach Schwandorf und machen da doch nochmal die Haltestelle auf und hoffen, dass da Leute stehen, die dann zum Festland wollen. Schwandorf, Auengrund. Ne, Auengrund ist da oben. Das ist schon mal nicht richtig. Bad Mergentheim. Friedrichsdorf Rathaus warten direkt. Also die meisten Gäste werden, glaube ich, hier so generiert, ne? Zweibrück, Neubrandenburg, Köln zwischen. Ah, nee, da sind sie noch nicht. Ist denn Lippstadt vielleicht so weit? Und möchte aufs Festland über Schwandorf. Über Schwandorf Wald allerdings. Wald ist bestimmt hier der Anleger, ne? Ja. Aber wo es dann weitergeht, steht da jetzt nicht so, ne? Nach Erlangenburg? Warte, das bedeutet... Nee, das ist Schifffahrt, ne? Ja, das ist Schifffahrt, das ist nicht richtig. Via Menge. Nee, das ist noch niemand, der dahin will. Achim, Neubrandenburg, über Schwandorf, Zweikhafen. Wo ist Schwandorf, Zweikhafen? Ist das das oben? Nee, oder? Ja, guck, da sind die ersten Fahrgäste. Wo wollen sie denn hin? Über nach Lüneburg. Wow, Respekt. Gleich so ein weiter Weg. Ja, die Linie steht, können wir sagen, ne? Das ist schon mal gut. So geht's wieder weiter. Wir verdienen Geld. Wir werden das irgendwann natürlich mit Brücken hier lösen. Da will ich dann eine Brücke rüber machen. Und hier da natürlich beim, auch hier, sag schon, beim Hafen, bei der Querung vom See. Das ist so. Aber boah, wann die da natürlich ankommen, wird dann in den Sternen stehen. Oh, ich glaube, es ist schon hier, oder? Ja, Seequerung ist schon auf halbem Weg. Nein, halben Weg nicht, zwei Brücken. Ja, wird etwas dauern, bis der da ist, aber das muss auch nicht so sein, das ist alles gut, ne? Würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.